Herr Minister Krischer, die Verkehrsministerkonferenz ist soeben zu Ende gegangen. Was gibt es Neues in Sachen Deutschland-Ticket? Bleibt es bei den 49 Euro? Ja, die gute Nachricht ist, der Bund hat endlich den Gesetzentwurf vorgelegt, womit wir Mittel aus 23 und 24 in die Jahre übertragen können und damit Defizite ausgleichen können. Das führt dazu, dass das Ticket 2024 bei 49 Euro bleibt. Die Finanzierung ist ja immer wieder ein Streitthema. Woran hakt es da und welche Rolle spielt der Bund? Also leider ist es so, dass der Bund sich in der Vergangenheit oft nicht an politische Zusagen gehalten hat. Wenn man etwas in Ministerpräsidentenkonferenzen vereinbart hat, dann erwarte ich auch, dass es in Gesetzen beschlossen wird. Das haben wir jetzt wieder erlebt. Die Übertragung der Mittel, die ist schon vor 9 Monaten vereinbart worden, bis heute aber nicht umgesetzt worden. Und das macht es für alle Beteiligten am Ende nicht planbar. Wir könnten uns diesen Ärger eigentlich ersparen. Und letzte Frage, wie könnte eine dauerhafte Finanzierung aussehen, ohne dass sich die Menschen immer wieder Sorgen machen müssten, dass es doch noch mal teurer wird? Also ich fände es ganz wichtig, dass alle Beteiligten sich an ihre politischen Zusagen halten, dass wir am Ende das, was an Geld zur Verfügung gestellt werden, Bund und Land zusammen stellen ja 3 Milliarden für das Ticket zur Verfügung, dass das auch dann substanziell eingebracht wird. Aber auch das ist eine klare Botschaft der Verkehrsministerkonferenz. Für 25 werden wir wahrscheinlich nicht um eine Preiserhöhung herumkommen, weil alles wird teurer und der öffentliche Verkehr hat auch entsprechende Preissteigerungen. Insofern für 25 wird es nicht bei den 49 Euro bleiben. Vielen Dank, Herr Minister Krischer. Danke Ihnen.